Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 aus der Swiss-Sesh. Vom Hof der Familie Chaos zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo, mein Schatz. Hallo. Swiss-Sesh. Swiss-Sesh, ja, es ist Swiss-Sesh. Hey, ich bin Swiss-Sesh. So, wir werden jetzt auf jeden Fall. Oh Gott, deswegen, wo hast du denn hier den Güllanhänger hingestellt? Ach, bei der. Ah, okay, nein, alles gut. Ich hab nichts gesagt, du hast es vorschriftsmäßig bei der Güllegrube abgestellt. Ja. Es ist natürlich ein bisschen unlogisch, den da hinzustellen. Nee, warum ist das unlogisch? Ja, weil du so fragst. Der steht bei der Güllegrube, also ist das eigentlich nicht unrealistisch. Gell? Das Gras können wir auch machen, habe ich vorher geschaut. Das, wenn wir die Felder haben, können wir uns wieder ans Mähen machen. Du meinst heute Abend? Genau, da können wir die. Aber weil, wir müssen weil, ja. Was ist denn heute Abend? Heute Abend haben wir einen Livestream ab 20.30 Uhr. Solange wie du mitmachen kannst, also wie deine Stimme mitmacht, junge Frau. Ja, sonst rede ich halt nichts mehr. Sie sind noch ein bisschen sehr verschnupft. Nein, ich bin verhustet eher. Ein bisschen, ja. Sie haben ein bisschen viel Kratzen im Hals. Aber es geht. Ich lutsche halt Bonbon, trinke Tee. Ja. Das wird. Achso, übrigens, voll cool von euch, dass ihr gestern so viele Kommentare geschrieben habt, aber wir sollten vielleicht nochmal eins sagen, wir haben gestern nicht gemeckert. Also, ich weiß nicht, wo da ein Meckern war, aber eigentlich haben wir nur gesagt, dass wir uns darüber informiert haben. Das hat nichts mit Meckern zu tun. Und vielleicht für den einen oder anderen von euch ja auch ganz interessant zu wissen, wo man was zahlen muss. Also, wir haben tatsächlich vorhin, als wir den Kommentar gelesen haben, uns so ein bisschen drüber unterhalten, wo wir denn da gemeckert hätten. Aber ich habe nichts gefunden. Oder wir, ne? Nö, es war auch nicht als Meckern gedacht. Nee, im Endeffekt war es ja nur die Aussage, dass wir uns darüber informiert haben. Also eigentlich ja nichts Außergewöhnliches. Ey, der große Fan hat Probleme, das Güllefass hier hochzuziehen? Ernsthaft? Also, ich stehe ja jetzt hier unten, ne? Und jetzt muss ich, ich zeige ja hier gerade diejenigen, die jetzt mein Video gucken, dieses heiße Gerät hier. Willst du das echt benutzen? Ja, das ist riesig. Ich meine, so groß sind die Felder gar nicht. Das ist ein Wahnsinnsgespann. Und wenn du den ausfährst hinten, dann ist der ja nochmal ein Stück länger. Du wolltest doch ein großer Schlepper. Naja, aber dieses Höllengerät, der Tiefenlockerer, ich weiß nicht. Nee, das ist tatsächlich, das ist als Gag dahinter. Ach so. Da gibt's kleinere. Das ist nur ein Gag. Das ist halt der größte Tiefenlockerer, den man kriegen kann. Also wenn ihr jetzt wissen wollt, worum es geht, müsst ihr auf dem Kanal meiner Frau vorbeischauen. Verlinkung in der Videobeschreibung. Aber da müssten wir nochmal nach dem Ton schauen, weil gestern war ja der Ton immer wieder weg, wo man gestartet ja, haben. Ja, der fängt nach einer Zeit, läuft der. Also die Tonspur ist nicht optimal für den aktuellen Patch wohl ausgelegt. Okay, müssen wir mal beobachten. So, was... Der Fan hat Probleme mit dem Güllefass, das ist unglaublich. Große. Ja. Ich glaube, das hat ein Wahnsinnsgewicht. Ah ja, das macht aber keinen Sinn, dass er beim Umkurbelfahren durchdreht. Ich meine, wie viel PS? Das ist doch ein 1050er, was wir haben, oder? Ist das nur ein 1038er? Das ist ein grüner. Ja, okay. Das ist so geil. Das ist die beste Aussage ever. Ja. Oh, das Gefühl, das ist fast eng. Also es hängt ziemlich auf der Hinterachse. Muss schon Triebwerk hinbauen. Ja. Damit es ein bisschen anhebt, meinst du? Ja. Oder ein Hovercraft oder sowas. Ich gehe jetzt hoch auf das obere Feld, ne? Ja. Dann machen wir Mais. Ja. Und ich kümmere mich mal darum, dass wir hier noch ein bisschen... Das Ganze... Oh Gott. Ey, das ist doch... Das ist doch nicht... Das kann doch niemals hier der Realität entsprechen. Ich glaube, dass das Ding extrem schwer ist. Und das ist theoretisch schon realistisch, wenn du auf so einem frisch gepflügten Acker kommst. Du hast ja keinen Grip. Ja, aber der kommt ja... Also, ich meine... Soll ich hier machen? Breitreifen anbauen?
Ich finde es hier auch ein bisschen komisch, weil die Saatmaschine hinten ist ja um einiges breiter wie der Gruber vorne. Ernsthaft? Ajo. Ich dachte, das wäre auch 3 Meter. Nee, das ist vielleicht die Hälfte. Okay. Also das passt von den Dimensionen nicht so ganz. Da bräuchte ich 2 von den Grubbern vorne. Ich meine, ich kann es schon probieren, aber... Soll ich vielleicht doch... Ich glaube, es gibt noch einen 4 Meter breiten. Das haut trotzdem nicht hin. Ja, doch, Frontpacker. Dartmaschine hinten ist nicht größer als 4 Meter. Aber ich komme hier nicht mehr vorwärts. Was? Ich drehe hier am Hang durch. Ich krieg den Anhänger selbst im ausgeschalteten Zustand und ausgehobenem Grubber nicht den Berg hoch. Brauchst du ein Gewicht? Wir haben doch einen 1050er. Hast du ein Gewicht? Ja, wir haben 1050er Vario. Hast du ein Gewicht vorne drauf? Nee. Du mach den Gewicht hin. Koppel den mal ab und mach den Gewicht vorne drauf. Der Grubber hängt mir bei dem Fass auch viel zu tief. Im ausgehobenen Zustand. Ja, du hängst noch ein bisschen im Boden. Ja gut, soll ich ihn dir mal abkoppeln? Nee, das macht irgendwie hier keinen Sinn, als wäre das Ding schon wieder irgendwie verbuggt. Das hatte ich auch schon mal, da hängt das zu tief. Verschieben. Neu. Das ist schon das Güllefass. Ja, ich glaube, wir schmeißen dieses realistische Füllgewichtsmist-Ding raus. Den Mod. Was ist denn das für ein Müll? Kommst du hier einen kleinen Berg mit einem großen Schlepper nicht hoch, oder was? Musst halt längs rumfahren. Aber du kannst theoretisch auch einen Helfer einstellen. Ja, ich mach das schon. Was mache ich jetzt mit meinem? Ja, dann musst du das Feld da oben erstmal gruppern. Oder du schnappst dir den kleinen Kiro, der da steht, nimmst dir das den tiefen Locker und dann pflügst du das Feld da oben. Mit diesem kleinen, mit dem komme ich ja nicht mal da vom Hof runter. Ah ja, klar. Immer, du kannst auch hier weiter Gülle fahren. Ich nehme mir das Ding. Nee, ich probiere es jetzt mal. Ich stelle mal meinen MB auf die Seite. Ich wette, sie kommt noch nicht mal beim Händler raus. Ja, das meine ich ja, Mensch. Wie soll ich denn da ums Eck kommen? Aber ich probiere es. So. Könnt ihr gleich sehen, ich fetze vorbei, dann seht ihr, was sie da hat. Hab ihr was ganz Schönes gekauft. Farblich sehr aufeinander abgestimmt. Sieht sehr gut aus. Jetzt ist der Ton wieder weg. Das ist creepy. Der kommt aber gleich wieder. Es ist immer so, als ob das Auto ausgegangen ist. Okay. Ne, ist er wieder da? Ja, aber da ist ja gar nichts drin. Da ist kein Düngemittel drin, ne? Ne, das brauchen wir auch nicht, ne? Nicht unbedingt, ne? Okay, gut. Weil ich bin jetzt gerade schon runter vom Hof. Sonst müsste ich jetzt über Nacht das Feld wieder umdrehen. Nein, wir müssen nicht unbedingt Düngemittel da reinpacken. Passt hier so voll her. Ja, oder nicht? So rein klar. Optisch. Ist doch schön, was du da hast. Sieht doch gut aus. Willst du es mal mit dem hier probieren? Dann gibst du mir deinen. Wenn ich den jetzt abkoppel, der bleibt stehen, ne? Müsste eigentlich, ja. Gut, nehmen wir den mal mit.
Weil der müsste, der hat ja jetzt doppelt so viel, der müsste das ja echt locker packen. Und normalerweise. Eigentlich dürfen die beiden gleich viel PS haben. Meinst du? Ja, der ist ein 1050er Vario. Ich glaube, der hat. Was hat der? 400 PS oder so? Probier's mal. Ja, aber der kriegt's hin, guck. Ja, man muss halt nur russische Power nehmen. Wie geht das? Wie jetzt alles angeguckt? Ja, ich glaube schon. Und du wolltest den nicht behalten. Du hast gesagt, der wäre zu groß. Ja, ist er auch. Der passt hier nicht so ganz hin. Also, der selber ist gut. Aber wenn du dann noch so ein riesen Ding hier hinten hinhängst, ist das schon ein Wahnsinnsgeschoss. Na, immerhin schafft er hier das Gülle festzuziehen. Ja. So, jetzt guck ich mal, was das hier ist. Ist aber schon ein bisschen peinlich, oder? Wenn der 1050er Vario es nicht schafft und der Kiro schafft. Ja, das weiß ich auch nicht. Schon ein bisschen peinlich für den Ingame-Fan. So, hier klappt alles aus. Ich meine, ein Kiro ist ja für schwere Lasten ausgelegt, also davon mal ganz abgesehen. Als ehemaliger Raketenschlepper der russischen Armee. Der war ja eigentlich nie für den landwirtschaftlichen Dienst bestimmt. Der war nur dafür da, um Raketen zur Abschussvorrichtung zu schleppen. Okay. Also da muss ich jetzt auch einfach nur hinter mir herziehen, ne? Anschalten brauche ich da ja jetzt gar nicht. Nee, da musst du nichts anschalten. Da, ups, weil da dran steht Gruppe anschalten, aber das ist mit dem Düngen. Das ist da mit dem Düngen. Okay, was tust du? Du tust etwas, sehr schön. Ja, er müsste eigentlich, es müsste eigentlich eine Gruppertextur hinterher sein, ne? Ja, ja. Ja, aber es müsste eigentlich, wenn du über die Karte guckst, geflügt sein. Bei tiefen lockerer zählen als Flug. Also du müsstest dann an der Stelle, wo du jetzt ja, also aber das ist Fliegen müsste auch ne, weg sein. Oder? Ja, im Moment ist es lila abgeerntet und dann taucht blau gegrubbert auf. Okay. Und wenn du das jetzt gegrubbert, also nur das muss geflügt drin lässt, das muss da hier auch weg sein. Weil normal brauchst du nicht flügen. Nö, taucht jetzt hier nicht auf. So, ich habe das jetzt hier fast fertig. Ja, wir sind hier auch ganz rasant unterwegs. Ja? Hast du durchdrehende Reifen? Schafft ihr das da überhaupt? Im Moment fahre ich ja geradeaus. Ich habe immer noch nicht getankt, fällt mir gerade auf den einen MB. Das ist nicht so schlimm. Das können wir beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal sitze ich da drin, dann fahre ich mit dem und dann muss ich tanken. Genau. Man hört beim Hochfahrt so, wie der durchschaltet. Ich finde den nicht schlecht. In diesem zarten Pink. Vor allen Dingen zart. Ja. Das ist doch überhaupt nicht aufdringlich. Oh, jetzt wird's kritisch. Okay, 1 Zentimeter vorwärts bewegt. Okay. Naja. So. Ja, jetzt bleibe ich gleich stehen. Ja, dann übernimmst du gleich meinen. Ich bin nämlich gleich fertig. Aber, junge Frau, wir werden so langsam aber sicher uns dem Ende nähern. Oh nein. Das heißt, denkt dran, heute Abend ab 20.30 Uhr Stream bei uns auf den beiden Kanälen. Und dann soll es das für heute auch schon gewesen sein. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünschen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut und sagt, bis zum nächsten Mal. Ciao.